Hallo, meine Lieben. Wunderbar, jetzt habt ihr den letzten Tag der Selbstbild-Challenge erreicht, Tag 3. Und zwar geht es jetzt darum, herauszufinden, was im Außen resultiert aus dieser Person, dessen Selbstbild oder deren Selbstbild du beschrieben hast. Denn das Außen ist dir eine Reflexion auf dich, auf deinen Seinszustand, auf das, was du in dir siehst, denkst, spürst und handelst. Und jetzt kommt es darauf an, einfach dir Gedanken zu machen, was heißt das für dich? Was bedeutet dein Sein in Bezug auf deine Partnerschaft? Deine Partnerschaft, wenn du diese Persönlichkeit bist, wenn du dieses Selbstbild in dir trägst, das du beschrieben hast, was bedeutet das dann in logischer Konsequenz für deine Partnerschaft? Das ist die erste Frage. Zweite Frage beschäftigt sich damit. Was heißt also das in Bezug auf deine Arbeit? Diese Persönlichkeit, die du beschrieben hast, was für Konsequenzen hat es jetzt also für deine Arbeit? Ich mache ein Beispiel. Wenn du dich jetzt beschrieben hast als selbstbewusste, fröhliche und freudige Persönlichkeit, was bedeutet es dann für deine Arbeit? Wie bist du in deiner Arbeit oder in deinem Unternehmen? Wie bist du als Führungskraft? Was bedeutet das für deinen Erfolg in deinem Business? Was bedeutet das für deine Ziele in deinem Business? All diese Fragen darfst du dir jetzt stellen aus diesem neuen oder aus diesem idealen Selbstbild heraus, das du für dich kreiert hast. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für dich in deiner Zukunft? Und dann kommt natürlich noch die Frage, die du dir stellen musst, was bedeutet das in Bezug auf deine Finanzen, in deinem Business, in deinem Leben insgesamt? Und was hat deine Persönlichkeit, deine Wunschpersönlichkeit, dieses Selbstbild, das du von dir hast, das du von dir in die Zukunft trägst, was für eine Gesundheit zeigt sich für eine Person mit diesem Selbstbild, das du beschrieben hast? Das wären dann die logischen Konsequenzen, die daraus resultieren, wenn du diesen Seinszustand deines Selbstbildes ganz klar und kompromisslos jeden Moment verkörperst. Und dann gibt es ein Momentum, dann nimmt das Ganze Geschwindigkeit auf und du wirst sehen, wie schnell du manifestierst, wie schnell die Dinge zu dir kommen, wie schnell sich dein Leben entwickelt, wenn du dir das vorstellst, wie eine Blume, oder? Im Inneren der Blume, da ist der Kern, da ist der Samen, da ist dein Selbstbild, da ist deine Persönlichkeit und daraus entwickeln sich eben die Blüten, die als logische Konsequenz von deinem Seinszustand unweigerlich so existieren müssen. Ja, ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht, diese Selbstbild-Challenge. Schreib das alles für dich auf, wirklich nimm es ernst. Orientiere dich danach, reflektiere dich danach, handle danach, verurteile dich nicht, wenn du mal irgendwie ein anderes Selbstbild gerade verkörperst, aber komm immer wieder zurück zu deinem Soll-Selbstbild, zu der Persönlichkeit, die du sein möchtest, die du verkörpern möchtest, die du dem Leben zeigen möchtest und zu dieser Persönlichkeit, auf das das Leben reagieren soll. Und ja, es ist manchmal eben nicht so wirklich einfach, das alles für sich klar zu kriegen, weil der Verstand, unser Verstand, das ist ja ein unglaublich fest eingebranntes System in uns, das uns ja Dinge suggeriert und vormacht und immer wieder ausreden will, diese neuen Sachen, die wir gerne möchten. Ja, es geht nicht, es kann nicht, es bringt dir immer
Beweise, Begründungen dafür, dass es einfach nicht möglich ist, dass wir die Person sind, die wir möchten und das Leben leben, das wir möchten. Und dieser ganzen Geschichte musst du auf die Schliche kommen, die dir die ganze Zeit suggeriert wird. Und wenn du das verstanden hast, was dein Verstand mit dir macht und wo der herkommt und dass der eben darauf trainiert werden muss, dass er mit dir dorthin geht, wo du hin möchtest und nicht dorthin geht, wo er es kennt. Das ist wirklich eine permanente Arbeit. Es braucht eine Entscheidung, es braucht ein Dranbleiben, es braucht ein Training, es braucht eine Umsetzung. Und gerne helfe ich dir dabei, gerne begleite ich dich. Ich weiß mittlerweile, was der Verstand für Unwesen treibt, wo der Menschen hinführen möchte und dass er es nicht bösartig meint, das ist auch klar. Aber wir müssen ihn in den Griff kriegen. Wir müssen die Führung wieder übernehmen. Wir müssen die Führung über unseren Verstand übernehmen und damit gleichzeitig über unseren Körper, der nämlich ganz klar an den Verstand gebunden ist. Unser Körper, der ist quasi ein Duplikat unseres Verstands, der zeigt uns immer ganz klar auf, was in unserem Verstand die vorherrschende Überzeugung ist. Und wir sind oftmals gewillt, unserem Körper zu folgen und ihm zu glauben, was er gerade so fühlt, wie er sich befindet. Aber es ist auch hier so wichtig, dass wir den Körper umkonditionieren und unseren Verstand. Und wenn du meine Hilfe dabei möchtest, ich bin da. Bitte melde dich gerne bei mir. Wir schauen, ob wir zusammenpassen. Ich sage dir, was für Arten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit es mit mir gibt. Und du entscheidest, ob dir das gefällt oder nicht. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Bye bye, deine Patricia.